So manch einer kann gar nicht schnell genug zu seinem Sitzplatz kommen. Über 200 Kindergartenkinder und Grundschüler warten an diesem Morgen in der Augsburger Puppenkiste nicht auf Jim Knopf, Rummel aus dem Eis und den Kasperl, sondern auf Maria, Josef und das Jesuskind. Und dann Vorhang auf und los geht's. Es sieht so aus, als würde gleichzeitig im Sternbild des Löwen ein neuer Stern entstehen. Seid ihr sicher? Denn ich wiederum habe in meinen Rollen eine uralte Prophezeiung gefunden. Wenn das stimmt, was ihr sagt, wird ein König geboren werden, sobald der neue Stern erstrahlt. Der König der Könige. Unser König der Weltenritter. Meine Freunde, es ist soweit. Zeit, sich auf den Weg zu machen. So sei es also. Na, was hören wir denn da? Ein multikulturelles Stimmengewirr. So ist König Melchior ein Österreicher, Kaspar ein Ungar und Balthasar ein galizischer Jude. Und ohne seinen klugen Esel Noel, der den Kindern nach und nach die Zusammenhänge erklärt, wären Josef und Maria bei ihrer staatlich befohlenen Reise nach Bethlehem sowieso aufgeschmissen gewesen. Eine Unterkunft! Wir brauchen eine Unterkunft! Wenn die Augsburger Puppenkiste die biblische Weihnachtsgeschichte erzählt, dann auf ihre Weise. Mit jeder Menge Witz, Situationskomik und Hintersinn. So dass die Hirten, Maria und Josef oder der Erzengel Gabriel in völlig neuem Licht erscheinen. Aber was? Shalom. Was? Das ist die Faszination des Figurentheaters im Allgemeinen. Denn wir bieten ja letztendlich ein unfertiges Bild. Vervollständigen tut es immer der Zuschauer im Kopf. Und das ist diese Faszination, die vom Figurentheater ausgeht. Und das ist die Kreativität, die auch im Figurentheater noch nach wie vor drinsteckt. Man muss sich drauf einlassen. Man kann es nicht nur, wie man viele andere... Gerade jetzt die computeranimierten Filme, die kann man einfach konsumieren. Das geht beim Figurentheater nicht. Man muss sich darauf einlassen und man muss die angebotenen Bilder selber vervollständigen. Und dann funktioniert es und dann passt es. Während vor der Bühne die Kinder gespannt die Szenen verfolgen, ist hinter der Bühne voller Körpereinsatz gefragt. 7 Puppenspieler bewegen die insgesamt 23 Figuren, die extra für die Weihnachtsgeschichte geschnitzt wurden. Gleichzeitig wird bereits die nächste Szene vorbereitet. Da ist auf der einen Seite jede Menge Fingerspitzengefühl gefragt, auf der anderen Seite muss man als Puppenspieler auch anpacken können. Erst nach mehrjähriger Ausbildung können die Schauspieler auf die Marionetten losgelassen werden. Die Puppen arbeiten durch uns bzw. mit uns zusammen ja gewissermaßen. Und das ist auch gut so, denke ich, weil wir wären keine guten Schauspieler als solches, denke ich. Also im öffentlichen Auftreten sind wir recht bescheiden bis zurückhaltend auch irgendwo. So, wir wollen eigentlich einfach hinten bleiben und die Puppen einfach sprechen lassen für uns. Vater dieser besonderen Weihnachtsgeschichte ist Klaus Marschall. Er hat ein Stück geschrieben, das in seiner Handlung natürlich nicht neu ist, das es so in dieser speziellen Puppenkistenfassung aber noch nie zuvor gegeben hat. So die richtige Weihnachtsgeschichte, wie sie denn in der Bibel steht, wie wir sie noch als Kinder vorgelesen bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das heute noch Standard ist, ob das heute noch Usus ist, dass man die Weihnachtsgeschichte wirklich noch vorliest. Es gibt inzwischen so viele Weihnachtsgeschichten und mir war es einfach wichtig, den Ursprung des Weihnachtsfestes damit auch mal wieder auf die Bühne zu bringen und auch den Kindern und den Erwachsenen wieder näher zu bringen. Den gespannten Gesichtern nach zu urteilen, erreicht Klaus Marschall seine kleinen Besucher mit dem Stück, das kein großes Spektakel und keine ausschmückende Erzählweise braucht, um starke Eindrücke zu hinterlassen. Wichtig ist, was am Ende in den Köpfen hängen bleibt. Es ist eine ganz besondere Geschichte, weil am 24. Dezember Jesus geboren wurde. Und was zeigt uns die Geschichte? Dass wir immer an Jesus glauben sollen. Ich finde es schön, wo die Mutter von Maria sich gefreut hat. Worüber denn? Dass Maria ein Kind bekommt. Beim Esel fand ich die Stimme fand ich passend und die Bewegungen. Ich fand es auch lustig, wo der Engel runtergeplumpst ist. Das fand ich auch witzig.
weil das auch die Geräusche am Auto zu gepasst. Das sind halt Marionetten und es gibt ja nicht überall Puppenkisten. Und das hat das Besondere. Und weil es so besonders ist, soll die Weihnachtsgeschichte in der Puppenkiste nicht nur dieses, sondern auch noch in den nächsten Jahren groß und klein begeistern. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen und bei den Tieren seiner Gnade.